Meine Damen und Herren, wenige Wochen nach dem vermutlich ungeregelten Brexit findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt, eine Richtungswahl über die Zukunft der Europäischen Union. Setzen wir weiter auf Einheit bei aller Unterschiedlichkeit oder steuern wir auf eine Spaltung Europas zu? Machen Sie sich gefasst auf ein donnerndes Machtwort. Aber zunächst erheben Sie sich bitte alle hier im Saal demütigst für den europäischen Urvater, für Kaiser Karl den Großen. Liebe Öscherinnen und Öscher, ich muss euch gleich zu Anfang gestehen, dass mein kaiserliches Herz schwer, meine kaiserliche Leber verlaust, mein kaiserliches Gemüt getrübt ist. Ihr nennt mich Pater Europae, Vater Europas. Und ich sage euch, der Papa ist so richtig sauer. Quo vadis, Europa? Solltet ihr, liebe Öscherinnen und Öscher, am 26. Mai eigenartige Geräusche aus dem Kaiserdom hören, dann bin das ich, der sich im Grabe rumdreht. Denn am 26. Mai wird es verkündet, das Ergebnis der Europawahl 2019. Ich sehe es in meinen schlimmsten Albträumen schon vor mir, wie die destruktiven Kräfte Europas am Wahlabend eine riesige Party feiern. Die betonharte Boykottmarine aus Frankreich, der asig-aalglatte Heerd aus dem Land der Klompen und Rempel und Heinz Christian aus dem Österreich von vorvorgestern als Einheizer auf der Super-Retro-Wahlparty, bei der die Polen von der PiS-Partei, die Schweden-Antidemokraten und die Belgier vom Flamse Belang, angeführt von der italienischen Krawallnudel Salvini, sich zur großen Patrioten-Vollidioten-Polonaise formulieren. Und wenn dann noch in... Und wenn dann noch in Griechenland die goldene Morgenröte den Himmel verfinstert, in Ungarn die Pfeilkreuzer Jagd auf Sinti und Roma machen und die von sich selbst sturzbesoffenen wahren Finnen aus ihren finsteren Wäldern gen Brüssel talken, dann wird mir Angst und Bange. Viktor Orban, Jaroslav Kaczynski, Matteo Salvini, Heinz-Christian Strache, wie tief muss die Sonne der europäischen Kultur gesunken sein, wenn solche Zwerge plötzlich so lange Schatten werfen? Und wo wir gerade bei Zwergen sind, der Spitzenzwerg der AfD fürs Europäische Parlament, der Jörg Hubi Meuthen, tritt bekanntlich an mit dem Ziel, dieses Parlament so schnell wie möglich abzuschaffen. Ja, so sind sie, die scheinheiligen Populisten, denen vor allem die eigenen Scheine heilig sind, riskieren die ganz dicke Lippe und halten beide Hände auf, um die Diäten zu kassieren, die sie vorher noch als Teufelslohn gebrandmarkt haben. Jetzt fliegen hier die Korken aus den Flaschen, der Meuthen greift Europa von hinten in die Taschen. Der Brandstifter lässt sich bezahlen von der Feuerwehr. Erbärmlich. Und dann will ein Deutschland wieder die D-Mark einführen, um damit den Karren am Ende vor die Dexit-Wand zu fahren. Und mit diesem Irrsinn holen er und seine Krawallstrategen am Ende 12%. Wie kann das passieren? Da gibt es Menschen, bei denen klingelt morgens der Wecker. Und schon haben die eine Scheißwut auf den Scheißwecker, auf die Scheißpolitiker, auf das Scheißeuropa und auf die Scheißflüchtlinge. Und dann ist die Bude kalt, draußen regnet es schon wieder, im Morgenmagazin hockt die Dunja Hayali und der Pulverkaffee ist auch alle.
Und wer ist schuld? Genau, die scheiß Politiker, scheiß Europa, scheiß Flüchtlinge. Und so geht das dann den ganzen Tag. Die Ampel ist rot, der Geldautomat ist kaputt, die Stammkneipe hat Ruhetag, der Handyakku ist leer. Und dann hängen doch noch überall diese bescheuerten Wahlplakate. Da kommt sie natürlich wieder hoch, diese Scheißwut. Die Wut als Grundgefühl der verbitterten Kreatur, die abgehängt und aussortiert durch die ihr feindlich gesonnene Welt irrt, immer auf der Suche nach jemandem, der schuld ist an all dem Elend. Ich wollte mir in diesen Tagen vor Ort mal ein Stimmungsbild machen, habe heimlich mein Grab verlassen und bin inkognito nach Dresden gefahren. Abends wollte ich in die Oper, stand in einer größeren Menschenmenge, die das gleiche Ziel hatte, an der Straßenbahnhaltestelle. Und dann passierte das, was in Deutschland eigentlich niemals passiert: die Bahn hat Verspätung. Es wurde immer später, die Menschen um mich herum wurden schon langsam nervös. Da wollte ich sie beruhigen und habe gesagt: Hey Leute, keine Panik, wir schaffen das. Ja, da war was los, meine Damen und Herren. Mir persönlich völlig unbekannte Menschen beschimpften mich als Lügner, Traumtänzer, rot-grün verseuchten Gutmenschen. Mich dann schleunigst verdrückt und wäre beim Überqueren einer Fußgängerampel, einer roten, fast von einem Auto überfahren worden, dessen Fahrer mich aufgrund meiner Unachtsamkeit als Drecksau und blödes Arschloch beschimpfte. Mensch, Leute, ihr habt doch wirklich Probleme genug. Ja, da müsst ihr euch doch nicht auch noch im ganz normalen Alltag gegenseitig das Leben schwer machen, indem ihr jeden Anstand und jeden Respekt voreinander verliert. Achtung! Achtung und Toleranz statt Hass und Rassismus. Solidarität und Großzügigkeit statt Missgunst und Neid. Und damit ihr heute schon anfangt, in diesem Sinne das Leben von morgen zu verbessern, erlasse ich hiermit folgende kaiserliche Empfehlungen für die Verfreundlichung der Welt. Erstens: kostenlose Verschickung von AfD-Wählerinnen und Wählern zwecks Wellnessurlaub in ausgewählte Asyltouristenzentren wie Syrien, Eritrea oder Afghanistan. Im direkten Gegenzug herzliche Einladung an Flüchtlinge aus diesen Ländern zu Nachbarschaftsfesten, Freundschaftsspielen und Kindergeburtstagen. Sofortiger Rücktritt Horst Seehofers vom Amt des Bundesinnenministers. Und deutliche Anhebung der Löhne und Gehälter für die Beschäftigten in Alten- und Krankenpflege, Kindertagesstätten und Behindertenwerkstätten. Einführung des Zetsche-Faktors in die Rentenformel. Also 4.247 Euro pro Tag minus Mindestlohn durch Erwerbsminderung mal Zeitarbeit gleich Mindestrente. Einrichtung einer Kommission aus Moralphilosophen und Tanzlehrern zwecks Erarbeitung von Empfehlungen für den Umgang zwischen Mensch und Mensch. Beispiel: Du sollst deinem Nächsten noch dann den Vortritt lassen, wenn du eigentlich selbst der Nächste bist. Ach ja, und du sollst deinen Nächsten nur dann duzen, wenn er dich ausdrücklich darum bittet. In diesem Sinne, vermeiden Sie Anreden wie du doof, du Arsch oder du Penner. Seien Sie respektvoll, seien Sie gesprächsbereit, seien Sie tolerant. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Vermeiden Sie Übergriffe aller Art. Machen Sie Schluckübungen, bevor Sie sauer aufstoßen. Gehen Sie in sich, bevor Sie aus sich rausgehen. Erinnern Sie sich an Ihre Träume, bevor Sie sich vergessen. Bleiben Sie edel, bleiben Sie gut, bleiben Sie Mensch und denken Sie immer daran, auch der Hass auf die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Ach ja, und ganz wichtig, gehen Sie am 26. Mai zur Wahl in Aachen.
in Aachen und anderswo setzen Sie ein Zeichen für ein demokratisches, grenzenloses und solidarisches Europa in einer friedlichen, gerechten und ökologisch intakten Welt. Liebe Europäerinnen und Europäer, lasst euch von den Lautsprechern und Falschmünzern nicht verwirren, sondern glaubt eurem alten Kaiser, der euch sagt, ihr seid das Volk. Orche Alaaf. Kaiser Karl alias Wilfried Schmickler, wir gratulieren zum 40-jährigen Bühnenjubiläum. Ein dreifach Orche, Wilfried Schmickler, Orche Alaaf.